Herzlich willkommen zur vierten Woche der Exerzitien im Alltag. Wachsen auf gutem Grund. Das Thema dieser Woche lautet Auf dem Weg mit Jesus. Beginnen wir mit der ersten Übung. Eingetaucht. Ich komme an, äußerlich und innerlich. Atme zwei, dreimal tief durch. Und spüre, dass ich am Leben bin. So kann ich mich öffnen für das, was mir neues Leben schenkt. Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir. Bei dir ist das Licht, du vergisst mich nicht. Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Christi rogamus,
Eintauchen ins Wasser, in ein Musikstück, in eine Landschaft. Das bedeutet, dass ich nicht bloß von draußen drauf schaue, sondern mich ganz einlasse. Die Taufe ist ein Eintauchen in die Lebenswirklichkeit Jesu. Sie nimmt uns mit hinein in seinen Tod und seine Auferstehung. Etwas von uns stirbt in diesem Eintauchen, damit wir in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln, schreibt Paulus. Wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Ich lebe in einer Wirklichkeit von Tod und Auferstehung. Wo begegne ich dem Tod? Wo begegne ich der Auferstehung? In dieser Wirklichkeit ist neues Leben möglich. Das bedeutet Taufe. Wonach sehne ich mich?
Ich bin eingetaucht in diese Wirklichkeit. Eine Lebenswirklichkeit, die ich mit Jesus teile, in die Jesus selbst eingetaucht ist. Und so kann ich in der Stille das Gespräch mit ihm suchen. Doppelte Staatsbürgerschaft. Mit beiden Beinen auf der Erde und Aufblick zum Himmel. Bürger dieser Welt, geborgen in der anderen. Von Geburt an eine Steuernummer. Seit Ewigkeiten unverdient geliebt. Biometrisches Passbild, theometrisches Gottebenbild. Wahlrecht in Leipzig, erwählt für das himmlische Jerusalem. Ich nehme mir noch kurz Zeit. Was ist mir in dieser Gebetszeit wichtig geworden? Was klingt nach? Ich schreibe es mit ein paar Stichworten in mein Tagebuch.